Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr aus der Bootschleife kommt, wie das bei mir der Fall ist. Oder wenn ihr auf dem Apple-Logo hängen geblieben seid und euer Gerät nicht mehr angeht, weder DFU-Modus noch Wiederherstellen funktioniert, dann habe ich hier die Lösung. Die Methode funktioniert für jedes iPad, jeden iPod Touch und jedes iPhone mit jeder Firmware. Ihr solltet euch dann auch die entsprechende Firmware, die ihr gerade drauf habt, hier runterladen. Link in der Beschreibung. Und ja, jetzt geht's los. Zuerst müsst ihr die Verbindung zu eurem Computer trennen und dann könnt ihr wie gewöhnlich eigentlich in den DFU-Modus, aber wir werden eine kleine Änderung vornehmen und zwar schaut euch einfach an. Ja, also ihr haltet den Home-Button gedrückt und probiert dann das iTunes-Kabel wieder reinzustecken, währenddessen der Home-Button halt noch gedrückt ist und dann kommt ihr in Recovery-Modus. Und somit könnt ihr euer Gerät wiederherstellen. Ihr solltet jetzt auch dieses Logo auf eurem Bildschirm sehen, dann seid ihr erfolgreich in den Recovery-Modus gekommen und euer PC sollte jetzt euer Gerät eigentlich erkennen oder wird es auf jeden Fall erkennen und dann stellt ihr es ganz einfach über iTunes wieder her, indem ihr einfach nur iTunes öffnet, auf euer Gerät geht, Shift drückt und haltet, dann auf Wiederherstellen klickt und euch dann die entsprechende Firmware heraussucht. Ja, das läuft dann durch und euer Gerät wird wieder perfekt einsatzbereit sein. Ich habe das bei mir jetzt durchlaufen lassen und mein iPad ist wieder voll funktionsfähig. Das sollte bei euch dann auch so sein. Falls es nicht funktioniert und ihr Probleme habt oder Fragen oder Videovorschläge, dann schreibt einfach einen Kommentar. Wenn es euch geholfen hat, dann den Daumen nach oben, wenn nicht, dann den Daumen nach unten. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.